Genau. Okay, ja, erstmal schön, dass ihr alle hier seid. Genau, ich bin Zoe, ich bin Studentin hier in Freiburg momentan, und mache gerade meinen Bachelor in Liberal Arts and Sciences mit dem Schwerpunkt Kultur und Geschichte. Außerdem schreibe ich mit ein paar Menschen gerade an einem Theaterstück, bin super gerne wandernd oder langlauffahrend oder radelnd im Schwarzwald unterwegs. Verbringe momentan aber, genau, da kommt noch eine Person dazu. Verbringe momentan allerdings sehr viel Zeit beim Aufstand der letzten Generation, weswegen wir auch alle hier sind heute Abend. Genau, um nur kurz schon einmal anzureißen, wieso ich hier ungefähr dabei bin. Ich bin, genau, um es ganz einfach zu sagen, dabei, weil ich nicht mehr nur darüber nachdenken kann, was momentan das Richtige zu tun wäre, sondern ich mich persönlich dazu entschieden habe, dass es für mich in der aktuellen Lage untragbar ist, mit dem Wissen des sich stärker und schneller wandelnden Klimas zu leben, ohne dann in der Realität dementsprechend klar zu handeln. Genau, heute in diesem Vortrag geht es um friedlichen zivilen Widerstand. Ich stelle euch im Prinzip den Plan der letzten Generation vor, wie wir etwas, ja, gegen die Klimakatastrophe unternehmen wollen. Es geht ganz konkret um ein entschlossenes Widerstandsprojekt, das direkt an die Kampagne Essen retten, Leben retten anschließt. Genau, vielleicht haben von euch ja schon ein paar von den Straßenblockaden, die jetzt 5 Wochen lang in Berlin und bundesweit stattgefunden haben, gehört. Und das ist sozusagen die Kampagne, an die das Widerstandsprojekt jetzt anschließen wird. Genau, ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir jetzt noch mehr solchen entschlossenen Widerstand aus der Zivilbevölkerung brauchen. Wieso, werdet ihr heute teilweise herausfinden können und vielleicht dann auch zu einem Stück weit nachvollziehen können. Ganz konkret, schon mal vorab, geht es um die neue Kampagne unter dem Titel Stopp den fossilen Wahnsinn. Der Vortrag geht zu sich circa 40 bis 50 Minuten, in dem ich vor allem rede. Und anschließend wird es auf jeden Fall auch Raum für eigene Reflexionsprozesse und Fragen geben. Abschließend, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, werde ich euch tatsächlich fragen, ob ihr bei dieser Kampagne mitmachen möchtet und mit uns in den friedlichen Widerstand gehen wollt. Während des Vortrags an sich werde ich keine direkten Fragen entgegennehmen, da es in anderen Angeboten und auch hinterher extra Raum für Fragen und Antworten gibt. Dazu später aber auch noch mal gerne mehr. Der Vortrag hier ist vor allem als Handlungsangebot gedacht und bietet keinen wirklichen Platz dementsprechend während des Vortrags für Diskussionen. Nur das einmal kurz als Info vorab. Genau, bevor wir allerdings zur Kampagne kommen, also wieso wir das machen, was wir machen und was genau jetzt der nächste Schritt ist, geht es noch einmal um die Realität der Klimakatastrophe. Dabei ist es egal, ob ihr euch schon auskennt oder noch nicht. Ich denke oder ich genau, bin der festen Überzeugung, dass wir uns nochmal damit auseinandersetzen müssen, egal an wie oft wir uns schon damit beschäftigt haben, wie schlimm es gerade ist. Dabei auch versuchen sollten, uns emotional wirklich darauf einzulassen, wirklich zu spüren, was hier gerade los ist. Tun wir das nicht? Werden wir vielleicht letztendlich nicht das tun, was notwendig ist, jetzt noch, um das Schlimmste zu verhindern? Also, schauen wir uns doch vielleicht noch mal an, wo wir gerade stehen. Wir wissen, dass durch die von Menschen verursachte Erderhitzung Flutkatastrophen häufiger und heftiger auftreten werden. Letztes Jahr sind dadurch im Westen von Deutschland allein 180 Menschen gestorben. Tausende verloren ihre Heimat, mussten ihr Zuhause verlassen. Wir wissen auch, dass Hungerkatastrophen immer heftiger und häufiger auftreten werden. Durch die Auswirkungen des Klimawandels könnten wir zum Beispiel nach Ostafrika schauen. Bereits letztes Jahr wegen extremen Dürren und Überflutungen sind dort mindestens 250.000 Kinder verhungert, bevor sie 5 Jahre alt wurden. Und das Ganze, diese beiden Beispiele, sind nur zwei Beispiele von zahllosen menschlichen Katastrophen, die sich jetzt bei global 1,2 Grad wärmerer Erde überall abspielen. Deswegen hat sich die Weltgemeinschaft, der Weltklimarat, völkerrechtlich bindend darauf verständigt, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, das sind die berühmten 1,5 Grad, zu begrenzen.
dieser Wert, 1,5 Grad, begleitet uns schon jetzt seit Jahren, das ist wahrscheinlich allen ein guter Begriff. Alle diskutieren darüber, ob und wie wir diese Grenze einhalten können. Die Regierung, die neue Bundesregierung, spricht vom 1,5-Grad-Pfad. Die ganze Klimabewegung pocht auf die Einhaltung von dem Paris Agreement und entsprechenden CO2-Budget. Vor kurzem ist ein Artikel, vor kurzem mittlerweile auch schon vor ein paar Monaten, ist ein Artikel von zwei renommierten Wissenschaftlern erschienen, nur Wissenschaftlern. Diese Forscher, die bringen ca. 80 Jahre Erfahrung in der Klimaforschung zusammen und sie sprechen davon, dass das Konzept CO2-neutral eine gefährliche Falle sei. Unter anderem, weil der Weltklimarat von Beginn an mit Technologien der massenhaften künstlichen CO2-Speicherung gerechnet hat, wo es bis heute nur einen kleinen Ansatz gibt, der auch sehr kostenintensiv noch ist, der teilweise in Hälften Kilometern produziert. Ganz klar sagen diese drei Wissenschaftler zum 1,5-Grad-Ziel von dem Paris Agreement, ihre einmal kurz. Es fällt uns schwer, einen Klimawissenschaftler zu nennen, der das Pariser Abkommen damals für machbar hielt. Seitdem haben uns einige Wissenschaftler gesagt, das Pariser Abkommen sei natürlich wichtig für die Klimagerechtigkeit, aber nicht umsetzbar. Und ein völliger Schock, denn niemand hielt eine Begrenzung auf 1,5 Grad für möglich. Genau, kein einziger Klimawissenschaftler. Demnach könnte man sagen, das 1,5-Grad-Ziel wurde verkündet, um politisch die Bogen zu glätten. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Weltklimarat ein politisches Organ ist, ein wichtiges politisches Organ, aber demnach auch politische Interessen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die des globalen Nordens, der seine Privilegien und seine Macht verteidigen will. Und da ist natürlich die Geschichte von, wir arbeiten alle zusammen, sodass alle gerettet werden können, deutlich angenehmer als die Tatsache, dass zahlreiche Inselstaaten und Länder in Afrika vernichtet werden aufgrund unserer zerstörerischen Lebensweise. Um nochmal ein klareres Bild zu bekommen, sozusagen so ein bisschen hinter den Vorhang von politischen Interessen der politischen Bühne zu blicken, könnten wir uns zum Beispiel auch anhören, was Wissenschaftler mit enormer Expertise zu dem Thema sagen, die aber bereits in Rente sind, dementsprechend kein Posten mehr zu verlieren haben, ihre Karriere nicht riskieren, wenn sie vielleicht ganz drastische Worte und klare Worte finden. Sir David King, den wir gerne zitieren, auch auf unseren Flyern und auf Informationsbroschüren, war jahrelang leitender wissenschaftlicher Berater der britischen Regierung, zuletzt auch explizit für Klimawandel, sagt ganz klar am Anfang von 2021, Zitat, wir müssen schnell handeln. Was wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren tun, wird meiner Meinung nach über die Zukunft der Menschheit entscheiden. Weiterhin sagt er zum Kohlenstoffbudget, Zitat, es wird viel darüber diskutiert, wie viel Kohlenstoffbudget noch zum Verbrennen zur Verfügung steht. Und es gibt keinen. Wir haben bereits viel zu viel verbrannt und müssen den Rückwärtsgang einlegen. Professor Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt, sagte vor kurzem zum 1,5-Grad-Ziel, Zitat, ja, die 1,5 Grad hatten verschiedene Staaten plötzlich ins Spiel gebracht. Das hat mich zunächst irritiert, denn das kriegen wir nicht mehr hin, so sinnvoll es auch wäre. Zitat Ende. Pariser Klimakonferenz bezeichnet der Schellenhuber als ein Wunschkonzert. Die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse Erkenntnisse sagen momentan folgendes. Wir erreichen 1,5 Grad 2030. Die Treibhausgase, die heute in der Atmosphäre sind, reichen aus, um uns bis 2050 über 2 Grad hinauszuschießen. Deutschland hat sich währenddessen das Ziel gesetzt, 2045 klimaneutral zu werden, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Die Fakten sind unbestreitbar. Dieser Verzicht auf Führung ist kriminell. Das sagt nicht ich, das sagt nicht wir, das sagt nicht der Aufstand der letzten Generation, sondern das sagt der UN-Generalsekretär Guterres jetzt letzte Woche nach der Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats.
Eine Sache, die hier für mich nach und nach immer deutlicher wird, auch für genau die Menschen beim Aufstand der letzten Generation immer deutlicher wird, ist, dass wir es mit Fehlern im System zu tun haben scheinen. Ein System, welches uns immer noch Geschichten darüber erzählt, die mit den aktuellen politischen Gegebenheiten vereinbar sind, aber anscheinend nichts mehr mit der physikalischen Realität zu tun haben. Und das Ergebnis davon ist im Prinzip: bloß alle ruhig weitermachen, Kurs beibehalten, nicht aufregen, bloß keinen Aufstand anzetteln. Und das Ganze ohne Rücksicht darauf, dass uns dieser Kurs geradewegs in eine immer verworrenere, dunklere und unvorhersehbare Zukunft lenkt. Ein Punkt, bei dem es vielleicht genau geht bei der Klimakatastrophe, ist nämlich vielleicht die Vernichtung letztendlich unserer Gesellschaft, Vernichtung der menschlichen Zivilisation. Und das Ganze mag sich vielleicht etwas drastisch anhören. Aber wenn wir uns vielleicht nicht nur anschauen, wie viel Leid jetzt schon durch die Klimakrise verursacht wird, sondern auch noch anschauen, was noch alles auf uns zukommen wird, dann hört sich das Ganze vielleicht nicht mehr so drastisch an. Lass uns einmal noch die Folgen der Klimakrise in ein bisschen mehr menschliches Überleben übersetzen. Es wird immer von der durchschnittlichen weltweiten Erderhitzung gesprochen. 70% unseres Planeten sind aber von Wasser bedeckt. Da leben keine Menschen. Dort, wo Menschen leben, heißt es also, dass die Erwärmung um ein Vielfaches höher sein wird als die 1, 2 oder 3 Grad Celsius, von denen wir meist weltweit im Durchschnitt reden. In einer durchschnittlich 2 Grad wärmeren Welt. Es ist dort, wo Menschen tatsächlich leben können, also nicht auf dem Ozean, sondern auf den Kontinenten, bis zu 7 Grad heißer. Was würde das bedeuten? Das bedeutet, dass 3,5 Milliarden Menschen unter klimatischen Bedingungen leben werden, die wir heute nur aus Regionen der Sahara kennen. Dort können Menschen nicht leben. Es ist einfach viel zu heiß. Die Fläche solcher Regionen wird sich allerdings wahrscheinlich zum Jahr 2070 von heutigen 0,8% unseres Planeten auf 20% ausbreiten. Diese Menschen werden dort bleiben, weil es dort zu wenig Wasser, zu wenig Nahrung geben wird. Die Wahrscheinlichkeit von Krieg, Hungersnöten und aller Art von menschlichen Grausamkeiten steigt in diese Dimension ins eigentlich Unvorstellbare. Um den Hauch von einer Vorstellung zu bekommen, können wir heute schon ins Mittelmeer schauen. Dort sehen wir mehr als 20.000 Tote seit 2014. Massengrab. Wir können nach Syrien schauen. Der Bürgerkrieg dort ist unter anderem auch aufbauend auf einer Jahrhundertwende entstanden. Natürlich sind hier die Ursachen super komplex, aber wie mit vielen Konflikten und auch Krisen unserer Zeit, war sie durch Stress ausgelöste, Stress ausgelöst worden durch Dürre. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, der nicht vergessen werden sollte in der Entstehung des Konfliktes. Was da passiert, 5 Millionen Menschen mussten letztendlich ihre Heimat verlassen. Wir zählen bis heute 600.000 Tote. Und das Ganze passiert nicht in einem Vakuum. Europa erlebt infolgedessen auch einen Rechtsruck. In Europa erstarken rechtsextreme Parteien. Auch in Deutschland wurde gestern die AfD als rechtsextremer Untersuchungsfall eingestuft vom Verfassungsschutz und vom Gericht. Menschenrechte wie Asyl werden an den europäischen Grenzen immer weiter ausgehöhlt, Menschen im Boden zurückgedrängt, Menschen im eiskalten Wald dem Kältetod überlassen. Da stellt sich doch die Frage, was passiert, wenn diese soziale Ordnung, die wir teilweise in Europa momentan noch aufrechterhalten, vollends zusammenbricht? Was passiert im Krieg? Kongo-Krieg, Anfang dieses Jahrtausends, 5 Jahre Krieg, 4 Millionen Menschen tot. Und das Ganze passiert jetzt, ohne dass Milliarden von Menschen die Lebensgrundlagen vernichtet werden. Stellt euch vor, was in diesem Fall passiert. Das Ganze ist real, das Ganze wird immer schlimmer.
Da war Krieg, Tod, Verzweiflung. Ab einem Punkt der soziale Kollaps. Und das Ganze ist echt nicht schön. Ich finde es nicht schön, das zu erzählen. Ich finde es nicht schön, mir das selbst anzuhören. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, denke, ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns mit diesem Horror auseinandersetzen müssen. Wir müssen kurz in den Abgrund schauen, weil wir sonst nicht das tun müssen, was wir vielleicht tun, genau, nicht das tun werden, was wir vielleicht tun müssen, um das Schlimmste noch zu verhindern. So, kommen wir vielleicht nochmal zu den wirklich schlechten Nachrichten in diesem Thema. Was ist denn das Einzigartige an der Klimakrise? Absolute humanitäre Katastrophen wie Krieg, Massenvernichtung, Krankheiten gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte. Krankheiten haben innerhalb der kürzesten Zeit Millionen von Generationen ausgelöscht. Krieg haben ganz viele Menschen, genau, viele Generationen ausgelöscht. Und diese Ereignisse sind nun vorübergegangen. Die Menschheit konnte sich erholen, aus ihren Fehlern lernen und letztendlich weiter existieren. Und genau das ist in der Klimakrise nicht der Fall. Mit jedem Jahr, das wir verstreichen lassen, wird die Klimakrise exponentiell schlimmer. Überschreiten wir die kritische Grenze, dann haben wir für die nächsten tausend von Jahren komplett veränderte, lebensfeindliche Bedingungen für, ja, die Menschheit. Ein großer Punkt, der in diesem Zusammenhang immer genannt wird, sind die, genau, ist der Faktor der Kipppunkte, sich selbst verstärkende Elemente im Klimasystem, welche, wenn die kritische Schwelle überschritten ist, ohne unser Zutun die Erde weiter aufheizen. Die Arktis schmilzt und wird im Sommer bald eisfrei sein, das grönländische Eisschild kippt, der Amazon-Regenwald kippt, ein riesiger Gletscher in der Westantarktis wird in den nächsten Jahren ins Meer rutschen und den Meeresspiegel um mindestens 65 Zentimeter erhöhen. Ich habe für den ganzen Vortrag nur ein Schaubild vorbereitet. Ich glaube, das symbolisiert so ein paar Sachen ganz gerne. Und den einen entscheidenden Punkt, ich würde dafür einmal meinen Bildschirm teilen. Jetzt müsst ihr das sehen können. Genau. Was sehen wir hier? Auf jeden Fall, genau, keine hochwissenschaftliche Infografik. Davon findet man genug zum Thema im, genau, Folgen des Klimawandels. Wir sehen hier einen Ball, einen Erdball, um genau zu sein, der schon dabei ist, den Abhang herunterzurollen. Wir können uns auf dem Erdball situieren. Wir befinden uns genau auf diesem Ball und wir sind kurz vor der Klippe, kurz davor runterzurollen. Und unten wartet kein hübsches Lagerfeuer, sondern Zerstörung, Vernichtung, all die schrecklichen Konsequenzen, die ich vorhin genannt habe. Wir sind jetzt schon bei Punkt 3. Und vielleicht kennt ihr das vom Ballspielen. Wenn der Berg den Ball runterrollt, dann wisst ihr, ihr habt noch bis zu einem gewissen Punkt Zeit, den Ball zu erreichen. Ihr habt noch bis zu diesem bestimmten Punkt, um ihn noch zu fangen. Und wenn ihr es an dem Punkt noch nicht geschafft habt, wenn es dann steiler wird, dann wird der Ball immer schneller und ihr kriegt ihn nicht mehr. Dann ist er unerreichbar. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir stehen. Entweder wir schaffen es an Punkt 3 zu gelangen und diesen Ball noch zu fangen, oder wir schaffen es nicht mehr. Jetzt oder nie. In 2 bis 3 Jahre in Sir David Kings Wort. Hier sind auch noch 2 weitere Punkte eingezeichnet. Das will uns im Prinzip einfach zeigen, oder damit möchten wir veranschaulichen, dass es nicht ausreicht, an Punkt 1 oder Punkt 2 zu kommen und in die richtige Richtung zu arbeiten, also in die Nähe des Balls, den wir noch fangen können. Punkt 2 ist auch nicht doppelt so gut oder besser als Punkt 1. Du wirst genauso den Ball nicht gefangen haben wie Punkt 1. Und darum geht es im Prinzip. Wie fangen wir diesen Ball noch? Wie schaffen wir es noch an Punkt 3 in der jetzigen Situation? Jetzt wird es praktisch. Wie kommen wir dahin? Tatsache ist für uns, wir müssen es jetzt machen, nicht irgendwann, sondern ja, jetzt. Erinnert euch daran, das Leid hat schon begonnen, es wird immer schlimmer werden.
Und wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, Widerstand zu leisten. Deshalb wählen wir vom Aufstand Aktionsformen, an denen es kein Vorbeikommen gibt, wie zum Beispiel Autobahnblockaden. Und deshalb hören wir mit den Aktionen auch nicht auf, bis entweder unsere Forderung erfüllt ist oder wir weggesperrt werden. Nicht, weil uns das Ganze Spaß macht, sondern weil es an unserer Forderung kein Vorbeikommen geben darf, wenn wir leben wollen. Frau Giffey, SPD-Bürgermeisterin von Berlin, sagte, unsere Blockaden von Autobahnab- und Zufahrten in Berlin seien, Zitat, grenzüberschreitend gewesen. Vor diesem Hintergrund möchte ich euch ein Zitat vom Präsidenten des Inselstaates Palau vorlesen. Der sagte auf der COP26 letzten Herbst, Zitat, es gibt keine Würde in einem langsamen und schmerzhaften Tod. Ihr könntet genauso gut unsere Inseln bombardieren. Ich finde, das ist grenzenüberschreitend. Wenn andere Staaten durch das Nichthandeln unserer Regierung vernichtet werden, wenn unsere Gesellschaft dadurch existenziell bedroht wird, eure und meine Zukunft nicht mehr gesichert ist. Damit bricht die Regierung den Gesellschaftsvertrag und viele andere Versprechen, die sie gemacht hat. Deswegen haben wir das Recht, Widerstand zu leisten. Weil wir keine Zeit mehr haben, können wir es uns nicht mehr leisten, nur zu informieren, anzuprangern, zu mahnen. Wohin hat uns 40 Jahre informieren und jahrelanges Demonstrieren gebracht? Zum Ziel Klimaneutralität 2045. Und ich kenne sie auch irgendwo, diese große Versuchung, es allen Leuten einfach zu sagen, dass sie es falsch machen und was sie machen müssen, was sich verändern soll und wo sie überhaupt einkaufen sollen und so weiter. Und das ist super einfach. Und danach kann ich mich auch besser fühlen, weil ich Menschen mal so richtig gesagt habe, denen da oben so richtig gezeigt habe. Und wenn ich diesen ganzen persönlichen Frust rauslasse und mich eigentlich nur mit mir selbst beschäftige, nähern wir uns weiter unserem Untergang, steigen die Emissionen weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr sie vielleicht auch kennt. Ich kenne sie auf jeden Fall nur zu gut. Diese innere Stimme, die mir sagt, so schlimm wird es schon nicht werden. Mich und meine Familie wird es schon nicht so hart treffen. Dann bitte ich euch, euch bitte bewusst zu machen, dass Menschen sich das immer gesagt haben, bevor große menschliche Katastrophen stattgefunden haben. Und wenn wir uns aufrichtig und mutig die Fakten anschauen, dann wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer, als wir es uns vorzustellen wagen manchmal. Wenn ich euch jetzt oder später am Ende des Vortrags frage, ob ihr mitmachen möchtet, dann stellt es automatisch auch die Frage, was sonst machen? Was sind die konkreten Handlungsalternativen, die ihr jetzt machen könnt, die uns zu Punkt 3 bringen? Wir sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, in den friedlichen Widerstand zu gehen. Jetzt ist die rote Linie überschritten. Denkt an die Metapher von Greta Thunberg. Euer Haus brennt, eure Familie steht oben am Fenster und kommt nicht raus. Was macht ihr? Ihr handelt. Ihr tut das, was notwendig ist, um die zu retten, die ihr liebt. Entweder jetzt handeln oder es ist zu spät. Unser Vorhaben ist kein blinder Aktionismus. Im internationalen Netzwerk der letzten Generation entstehen gerade überall auf der Welt entschlossene Widerstandskampagnen, gut durchdacht, basierend auf sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen und einem Mut zur Wahrheit und irgendwo natürlich auch aus einem Akt der Verzweiflung heraus. Sie basiert auf den Erfolgen von anderen Bewegungen aus unserer Geschichte. Ganz spezifisch basiert diese Kampagne auf den Aktionen der Freedom Riders aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Bisschen anderer Gerechtigkeitskontext, vielleicht aber doch gar nicht so anders. Zur Einordnung: USA 1961. Die Bürgerrechtsbewegung ist ziemlich am Boden. Nach ersten Erfolgen hat sie ihren Schwung verloren. Menschen haben darüber diskutiert, wie man weitermachen soll, was man machen soll, mit wem man das Ganze tun soll und so weiter. Vielleicht lässt sich die ganze Situation so ein bisschen mit der Klimabewegung heute ein Stück vergleichen. Nach ersten Erfolgen, große Aufmerksamkeit, riesigen Fridays for Future Demos nehmen die Teilnehmerzahlen ab und die Emissionen steigen weiter. Das Unrecht besteht weiterhin.
Auch damals in den USA war das Unrecht der Rassentrennung immer noch alltäglich für die Millionen von Menschen. Deswegen haben sich einige wenige, genauer gesagt 24 Menschen, aufgemacht, mit einer ziemlich waghalsigen Aktion etwas zu verändern. Schwarze und Weiße haben sich gemeinsam in einen Bus gesetzt und sind im Prinzip ins Herz des Rassismus in den USA gefahren, nach Alabama. Sie wurden auf dem Weg dorthin von einem rassistischen Mob gestoppt und fast im lebendigen Leib in den Bus verbrannt. Als sie aus dem Bus entkamen, wurden sie brutal verprügelt. Und was ist dann? Dann kam nämlich noch ein Bus und noch einer und noch einer. Und dann sind sie mit diesen Bussen nach Mississippi gefahren, wo sie vom Staat in ein totales Gefängnis gesteckt wurden. Und dann kamen so viele Busse, dass das Gefängnis voll war. Und dann wurde Geschichte geschrieben. Dann ist das passiert, oder bei dem alle Leute vorher noch dachten, dass sich das in 100 Jahren nicht ändert. Dann wurden die Schilder, Bedienungen nur für Weiße in den Geschäften abgehangen. Und das Ganze war unvorstellbar noch kurz vorher. Und genau diesen Ketteneffekt von damals, den brauchen wir auch heute. Das Ganze können wir schaffen, wenn ganz normale Bürgerinnen und Bürger friedlich Widerstand leisten und dafür auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Das geht an Menschen nicht vorüber. Das berührt uns. Das macht was mit uns, wenn wir das sehen. Ende Januar haben wir unsere letzte Kampagne gestartet. Da sind wir mit knapp 30 Menschen auf die Straße gegangen. Sind wir, genau, auf die Straße gegangen. Durch Blockaden von Autobahnen, Ab- und Zufahrten haben wir es geschafft, mit einer Handvoll Menschen, nur 30 Personen, etwas ins Rollen zu bringen. Immer wieder haben wir gestört. Immer wieder wurden Menschen gewahrsam. Insgesamt sehen wir deutschlandweit 69 Blockaden, 254 Festnahmen. Die Aktionen haben sich auf ganz Deutschland von Berlin aus und sogar auf Österreich ausgebreitet. Überall wollten Menschen mitmachen. Frankreich wurde von unseren Aktionen inspiriert und plant und ähnliches. Italien startet ähnliche Aktionen. Und nach 2 Wochen Blockaden kam plötzlich die große Aufmerksamkeit. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat über uns debattiert. Die Bundesregierung musste sich öffentlich mit uns beschäftigen. Und unsere Forderung neben der Strategie Essen retten, Leben retten, wurde rauf und runter diskutiert. Vertreterinnen der Regierungsparteien haben mit uns gesprochen. Sie hatten zwischenzeitlich Schwierigkeiten, alle Presseanfragen zu beantworten. Und es gab dementsprechend eine echt krasse Flut von lokaler, nationaler und auch internationaler Berichterstattung zu dem ganzen Thema. Und das alles ist passiert, weil wir dorthin gegangen sind, wo wir nicht ignoriert werden konnten. Auch wenn es unangenehm war, immer noch unangenehm, genau, auch wenn es unangenehm war, auch immer noch unangenehm ist, auch wenn es uns sehr leid hat und mir persönlich immer noch sehr leid tut, die Menschen in Berlin und auch anderswo in ihrem Alltag zu stören. Aber wir haben gemerkt, dass diese Strategie friedlichen Widerstands funktioniert. Es hat deutlich mehr angestoßen als viele zivil ungehorsame Aktionen der letzten Zeit. Doch wir haben auch gemerkt, dass wir noch zu wenige sind. Das Entscheidende haben wir nicht erreicht, die Erfüllung unserer Forderung nach einem Essen retten Gesetz. Doch wie stark wir mit so wenigen Menschen nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Berliner Behörden in Aufruhr bringen konnten, zeigt, es ist absolut möglich. Wir waren mit circa 30 Menschen, die blockiert haben. Stellt euch vor, was passiert, wenn wir mit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Menschen zurückkommen. Ist dieser Punkt, wo es gilt, die Lawine des Widerstands größer und immer größer werden zu lassen. Denn die Regierung hat nicht gehandelt. Sie hat kein einfaches Gesetz beschlossen, welches unsere Ernährung jetzt und auch in Zukunft sichern könnte. Nur wenn diese Lawine, die wir jetzt angestoßen haben, größer wird, können unsere Ansätze und Forderungen auf fruchtbaren Boden fallen. Genau, das ist der Punkt, wo ihr ins Spiel kommt. Wozu laden wir euch konkret ein vom Aufstand der letzten Generation? Wir laden euch jetzt ein, mit uns den fossilen Wahnsinn zu stoppen. Wir befinden uns klimatisch im Worst-Case-Szenario, bauen dennoch fossile Infrastruktur weiter aus und finanzieren damit auch noch einen Krieg. Wahnsinn. Wenn ihr mitmacht,
Werdet ihr in Kleingruppen Autobahnen abfahren oder große Bundesstraßen blockieren? Ich würde es erst, wenn der Effekt entsteht und alles sicher ist. Wir möchten nicht, dass irgendeine Person zu Schaden kommt. Darauf werdet ihr intensiv vorbereitet. Krankenwägen und Notfälle werden natürlich immer sofort durchgelassen. Ich kann später auch voll gerne noch auf konkrete Fragen zu unseren Sicherheitsvorkehrungen etc. eingehen. Unser Protest wird sich dieses Mal auf Frankfurt am Main konzentrieren. Wir brauchen einen zentralen Ort des Widerstands, um genügend Druck aufzubauen. Wir werden außerdem auch Störaktionen in der ganzen Republik stattfinden. Geht ihr mit uns in Aktion? Blockiert ihr so lange, bis ihr von der Polizei in Gewahrsam genommen werdet, wie es genau die 5 Wochen in Berlin und deutschlandweit auch passiert ist. Wir haben, wie gesagt, eine Strategie, wie das friedlich und respektvoll passiert. Über rechtliche Konsequenzen werdet ihr vorher, so gut es geht, von uns aufgeklärt. Genau. Wir suchen so viele Menschen wie möglich, die bereit sind, sich ab Anfang April mindestens einmal für eine Straßenblockade festnehmen zu lassen. Darüber hinaus suchen wir auch Menschen, die bereit sind, diesen Vorgang so oft zu wiederholen, bis der Staat eine Freiheitsstrafe nimmt. Das Ganze tun wir deswegen auf diese Art und Weise, weil wir davon überzeugt sind, dass es diese Hingabe braucht, um Menschen zu berühren und letztendlich diese Lawine des Widerstandes loszulösen. Dabei werden wir diesmal Aktion und Mobilisierung noch mehr miteinander verknüpfen. Ab Anfang April ist der Vorsatz, 200 Menschen, 200 Menschen in Frankfurt auf der Straße zu haben und massiv zu stören. Danach werden einmal die Woche in ganz Deutschland ähnliche Straßenblockaden stattfinden. Die anderen Tage, die wir nicht blockieren, werden wir nutzen, wenn wir die Aufmerksamkeit nutzen, die wir kreieren, Vorträge halten und noch mehr Menschen für die Aktion dazu gewinnen und vorbereiten. Wir werden wöchentlich mehr werden und dann im Sommer bei einer dritten Aktionskampagne mit tausenden Menschen die Zellen des Polizeigewahrsams füllen. Wir werden so lange Straßenblockaden gemacht, bis die Regierung unsere Forderung erfüllt. Einfach, weil wir es nicht mehr hinnehmen können, dass die Regierung untätig bleibt, bei so einfachen, klaren, wichtigen Schritten. Bei einer solchen Kampagne sind einige Elemente entscheidend. Durch unser entschlossenes Handeln können wir nur gewinnen. Entweder die Regierung erfüllt unsere Forderungen, dann haben wir gezeigt, dass Widerstand wirkt und wir etwas verändern können. Oder die Regierung sperrt Menschen für ihren friedlichen Protest länger ein. Damit zeigt sie sich vielleicht als das, was sie momentan wirklich ist, nicht bereit, Maßnahmen einzuleiten, um die deutsche Gesellschaft zu schützen. Letzteres wird von uns wiederum dafür genutzt werden können, weitere Menschen zu mobilisieren. Notwendige Bedingung für einen Erfolg der Kampagne ist maximale Störung der öffentlichen Ordnung und eine, wie gesagt, Risikobereitschaft der Menschen, die mitmachen. Wir müssen stören, leider. Nur durch eine große Störung, die Menschen wirklich aufregt, kann eine gesellschaftliche Debatte angestoßen werden. Durch die Kampagne haben wir jetzt gesehen in den letzten Wochen, werden wir auch weiterhin sehen, sollen tausende Diskussionen im ganzen Land, bestenfalls weltweit ausgelöst werden. Egal, ob wir am Küchentisch, in der Kantine, in Talkshows oder unabhängig davon auch, ob die Menschen die Aktionsform gutheißen oder nicht, das alles soll angestoßen werden. Wir brauchen Streit, wir brauchen diese Diskussion um das Thema. Denn nur durch diesen Druck, der durch die Empörung und durch diese Debatte in der Gesellschaft ausgelöst wird, können wir die Regierung letztendlich zu einer Reaktion zwingen. Zwingend bewegen, wie man es nennen möchte. Wir sind inzwischen so weit, dass alle wissen, dass das Klima, die Klimakrise ein ernstes Thema ist. Alle sehen, dass nicht angemessen behandelt wird. Und durch die Kampagne wollen wir der Regierung auch ein Stück weit die Chance geben, sich für Menschlichkeit zu entscheiden, endlich was Konkretes zu machen und unsere Forderung zu erfüllen. Genau, kommen wir vielleicht nochmal ganz konkret zu der Forderung, die wir mit der nächsten Kampagne nach vorne tragen werden. Bei unserer Kampagne geht es nicht darum, sich Schulterklopfer abzuholen. Es geht nicht darum, zu sagen, was getan werden müsste. Es geht darum, spürbar etwas zu verändern. Es geht darum, wie wir zu Punkt 3 gelangen. Wir fordern, ganz grob gesagt, stoppt den fossilen Wahnsinn.
Die Bundesregierung unterstützt fossile Energien jährlich mit 37 Milliarden Euro Steuergeldern. Sie plant neue Gaskraftwerke in Deutschland und fördert auch Gasprojekte mit öffentlichen Geldern, übernimmt damit Kreditgarantien für Unternehmen und nimmt ihnen somit das Risiko, in neue Gasprojekte zu investieren. Das ist im Jahr 2022 einfach Wahnsinn. Sie fordern, dass die Regierung aufhört, Geld in fossile Energien und fossile Infrastruktur zu stecken. Sie darf es Unternehmen nicht einfacher machen, in unsere Vernichtung zu investieren und sich daran auch noch zu bereichern. Sie sind natürlich bei dem Ganzen wieder gesprächsbereit und stellen die Steueraktion sofort ein, sobald die Regierung ein öffentliches, bedeutungsvolles Statement abgibt, dass sie unserer Forderung nachkommt. Wir wollen unseren Gegenspieler nicht vernichten, wir wollen gemeinsam notwendige Veränderungen einleiten. Diese Forderung ist notwendig, im Jahr 2022 mit eskalierenden Klimakatastrophen und jetzt einem aktiven Krieg in Europa, der genau durch unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen finanziert wird, gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Warum sollte man heute noch in fossile Energie investieren? Weil der Finanzsektor in Frankfurt sitzt, werden wir unsere Aktionen dort konzentrieren. Wir fordern neben dieser ersten Forderung außerdem, dass anstatt unser Geld in die Vernichtung der Gesellschaft zu investieren, dieses Geld lieber in solidarische Krisenwirtschaft, demokratisch, sozial und global gerecht verwendet werden soll. Teil unserer mittelfristigen Vision ist auch mehr Demokratie durch BürgerInnenräte, ähnlich wie Social Bank, das nach vorne trägt. Genau, ganz grob gesagt, können dort Menschen Entscheidungen treffen, Forderungen nach vorne stellen, die genau als Querschnitt durch die Gesellschaft sozusagen darstellen, unabhängig von Alter, Einkommen, Migrationshintergrund etc. Mehr dazu zur Forderung und unserer Vision erfahrt ihr allerdings auch konkret auf unserer Website. Genau, das ist es. Das ist im Prinzip das Angebot von euch, für euch. Durch friedliche, entschlossene Störaktionen so viel Druck auf die Regierung aufzubauen, bis sie ihrer Verantwortung nachkommt. Natürlich ist dann die Klimakatastrophe nicht abgewendet. Es geht darum, etwas zu verändern und einen Wirbelwind zu verursachen, der stark genug ist, um uns zu Punkt 3 zu bringen. Und wir hier in Deutschland, wir haben letztendlich alle Voraussetzungen dafür. Wir haben einen Rechtsstaat, der einigermaßen funktioniert. Wir können hier Widerstand leisten. Ich kann hier Widerstand leisten, ohne direkt fürchten zu müssen, selbst ermordet oder verschleppt zu werden oder dass meine Familie bedroht wird. Uns ist natürlich in dem Ganzen auch bewusst, dass nicht alle Menschen in Deutschland diese Privilegien haben. Wir sagen aber, wer, wenn nicht wir, die in Deutschland leben und diese Privilegien haben, wer, wenn nicht wir, die sich das leisten können, sollte Widerstand leisten. Wir halten diesen Vortrag in der gesamten Republik. Überall werden ein paar Menschen, mal mehr, mal weniger, kommen und im Prinzip von uns vor die Frage gestellt werden, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Entweder ihr, die ihr jetzt hier seid, tut es, oder es wird nicht passieren. Das ist keine Rhetorik, das ist Realität. Real ist auch, dass es vielleicht nicht einfach sein wird, unbedingt mitzumachen. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, müsst ihr euch damit auseinandersetzen, wie das mit eurem Job passt, wie das mit eurer Familie zusammenhängt. Und das Ganze kann auch bitter sein. Es geht teilweise nicht ohne das Erbringen von persönlichen Opfern, die je nachdem, welchen Hintergrund wir haben, wie unsere aktuelle Lebenssituation aussieht, anders aussehen. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, es würde eine Möglichkeit geben, die Spaß macht, die alle toll finden, die wirksam ist und die funktioniert. Und wenn es das gäbe, dann könnten wir das alle machen. Ich wäre sofort dabei. Jedoch gehört es vielleicht ein Stück weit zu unserer Geschichte dazu, dass es ein Risiko ist, für das Richtige aufzustehen, wenn es sonst niemand tut. Aus Überzeugung, für Gerechtigkeit. Und wenn wir so sagen möchten, vielleicht auch für die Menschenwürde. Wir würden sagen, dass wenn ihr mitmacht, ihr das Richtige tut.
Wir möchten nicht, dass irgendwer euch einredet, ihr werdet die Bösen. Ihr geht nicht auf die Straße, um Gesetze zu brechen. Ihr geht auf die Straße, damit geltendes Recht umgesetzt wird. Ganz klar, Artikel 20a, unsere Regierung hat die Verantwortung, uns, unsere Lebensgrundlage und die von zukünftigen Generationen zu schützen. Zum Abschluss vielleicht noch Folgendes. Ich habe sehr viel Negatives, sehr viel Schreckliches auch vor euch abgeladen heute Abend. Aber vielleicht als kleine Seitennotiz, wenn ihr mitmacht, werdet ihr irgendwo auch Teil von was Wunderschönem, ihr werdet Teil einer Gemeinschaft, die nicht nur aus Verzweiflung, sondern auch aus Liebe zum Leben, aus Liebe zu Menschen, das Richtige tun möchte, die zusammenkommen und dafür eintreten, was sie denken, was das Richtige ist. Und das kann vielleicht am Ende gar kein so kleiner Gewinn an dem Menschen sein.